Wir waren 10 Tage in Indien und haben dort wirklich Dinge erlebt, die man gar nicht glauben kann, dass sie existieren und dass es sie gibt. Und wir haben euch auch was mitgebracht. Ihr habt Daniel schon gesehen mit seiner schönen Jacke. Und das ist das Gegenstück der Frauen dazu. Das ist ein Schal. Kann ich mal umlegen. Das ist ein traditionelles Kleidungsstück. Jetzt hat sich's verhakt. Irgendwo da hinten. So, also nochmal ein Versuch. So. Das ist ein traditionelles Kleidungsstück aus Ostindien. Und das hat uns ein Pastor mitgebracht. Der hat uns besucht in Kalkutta. Von einer Schule, die wir unterstützen. Und wir haben diese Schule nicht besuchen können aus Zeitmangel. Und er kam dann zu uns nach Kalkutta und hat uns diese 2 Kleidungsstücke mitgebracht und uns geschenkt. Und das wollten wir euch heute einmal zeigen, wie das aussieht. Danke an alle, die für uns gebetet haben. Ja. Das muss eine Armee von Leuten gewesen sein. Wir wissen es auch von einigen. Weil gesund zurückzukommen und 10 Tage im Dreck zu stehen und auch die Leute anzufassen und das ganze Zeug anzufassen. Mit dem Essen kann man sich einrichten, man kann Flaschenwasser mitnehmen, aber ansonsten ist das sehr, sehr, also selbst die Inder haben uns bewundert, dass wir heil nach Hause geflogen sind. Und danke für euer Gebet und Gott hat da wirklich Großes getan. Und ihm die Ehre. Ja. Und es ist wirklich eine Reise gewesen, die für uns so viele Eindrücke hinterlassen hat. Es war das 5. Mal, wo wir in Indien waren. Wir unterstützen ja die Arbeit. Mein Vater hat vor 39 Jahren begonnen mit ein paar Patenkinder. Und heute ist das wesentlich mehr. Wesentlich ist sehr viel mehr. Wir werden euch gleich mehr darüber berichten. Während wir euch so ein paar Dinge jetzt über Kalkutta, das allgemeine Leben, sagen, werdet ihr gleich Bilder sehen. Aber zunächst mal, das waren wir, unser Team. Links angefangen Alex mit seiner Frau Doris. Alex ist, wir hatten ihn schon in Israel mit dabei, ein feuriger Christ, der schon lang Missionswerkfreund ist aus Österreich. Von den Bergen, die leben gerade in Hamburg, aber sind Österreicher, Liens in der Gegend. Und er ist Kameramann, er macht Kinofilme, Dokumentarfilme und sie hat auch das Business gelernt und hat Fotos gemacht. Und ich habe schon die ersten Fotos gesehen. Ich glaube, solche Fotos hatten wir noch nie. Ein Teil davon ist auch von Ihnen, was ihr jetzt seht, aber ich weiß nicht, wie viele 1000 Fotos wir nach Hause gebracht haben. Darum war das gestern und vorgestern so ein paar raussuchen, um es euch zeigen zu können. Der Mann in der Mitte ist der Sohn von unserem Steuerberater, der schon lange für uns tätig ist. Und er ist frisch in seine Firma vom Vater eingetreten. Und er ist der, der alles begutachtet hat aus steuerlicher Sicht, weil wir werden angehalten vom Finanzamt, dass wir selbst vor Ort prüfen, ob alles funktioniert, ob alles nachprüfbar ist, ob das Geld wirklich angekommen ist. Er hatte seinen Computer dabei und hat Rechnungen abgeglichen, während wir drüben waren. Und wir haben viele Businessgespräche gehabt, wie machen wir es in der Zukunft, dass wir wirklich sozusagen jeden Cent nachweisen können. Ja, das ist Kalkutta, Kalkutta Innenstadt. Da leben Millionen von Menschen, kilometerweit Slum. Und es ist erschütternd zu sehen, in welchen Umständen diese Menschen leben, dass man so überhaupt leben kann. Da gibt es keine Wasserversorgung, da gibt es keinen Strom, da gibt es keine Kanalisation, da gibt es überhaupt nichts. Die Lebensweise, ihr seht, das sind Hütten, manchmal gemauert, das meiste sind Hütten mit bisschen Holz, Wellblech oder auch nur Plastikfolien oder auch nur auf der Straße.
Und die Säcke, die ihr da liegen seht, das sind die Menschen, die Plastik sammeln, um sich ein bisschen Geld zu verdienen und den Lebensunterhalt zu verdienen, dass sie nicht verhungern. Und da stapeln sie die Säcke, wo sie dieses Plastik gesammelt haben, und es wird dann abtransportiert. Zum Wasser, da gibt es an der Straße so Pumpstationen. Da kommt irgendwann mal eine, ich weiß nicht, ob sie schon durch ist. Das ist die einzige Wasserquelle, die sie haben. Und da wird alles gemacht, was mit Wasser zu tun ist. Da wird gewaschen, da wird sich selber, also Wäsche gewaschen, sich selber gewaschen. Da werden Zähne geputzt, meistens nur mit dem Finger. Da sieht man es. Da kommt noch mal eine. Und da wird das Wasser geholt zum Kochen. Da wird das Wasser geholt zum Trinken. Und das Wasser ist total verseucht. Und die Menschen, die werden krank von diesem Wasser. Und für uns als Ausländer bedeutet das, wenn wir dieses Wasser zu uns nehmen, Krankenhaus. Oder wenn wir mit diesem Wasser Zähne putzen, Krankenhaus. Oder wenn man frische Salat, also frische Lebensmittel zu sich nimmt, Salat oder Obst oder so, das wird ja mit diesem Wasser gewaschen und oder auch nicht, ist, dann ist es noch schlimmer. Also man kann das dort nicht essen als Ausländer. Und es ist sehr gefährlich dort, sich irgendwelche Krankheiten einzufangen. Deshalb war das auch so krass für uns, dass wir wirklich ohne irgendetwas da durchgekommen sind. Ja, diese Menschen leben von der Hand in den Mund, wenn sie überhaupt etwas haben. Da sehen wir wieder die Säcke und diese Hütten, wo diese Menschen wohnen. Es ist einfach erbarmungswürdig und Entsetzen packt einen, wenn man das sieht, wie diese Menschen da leben, und es macht einen sprachlos. Es gibt viele, viele Kinder, die auch hier auf den Straßen leben. Und es ist wirklich ein Unterschied, wenn man die Kinder sieht, die in unsere Schulen gehen dürfen und gehen können. Die wohnen zwar auch da, aber sie sind tagsüber in der Schule. Sie bekommen Kleidung, saubere Kleidung. Sie bekommen ein warmes, gesundes Essen, was die einzige Mahlzeit des Tages ist für sie. Und sie bekommen Bildung, was das höchste Gut für diese Kinder ist. Ohne Bildung sind sie chancenlos. Es ist keine Möglichkeit aus dieser, da sieht man so eine Wasserquelle, ja, so eine Pumpstation. Sie haben keine Chance und keine Möglichkeit, diesem Albtraum der Armut zu entrinnen. Das Einzige, was man tun kann, ist in Bildung zu investieren und dass sie einmal später ihr Leben selber bestreiten können, dass sie einen Beruf erlernen können und ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Ja, interessant ist auch noch, ich mache mal das nächste Bild, das ist die Straße vor unserem Krankenhaus. Interessant ist, ich habe gefragt, wie sieht es aus, habt ihr ein Notrufsystem, dass wenn ein Unfall passiert und dort auf den Straßen, da fährt alles gleichzeitig, in die falsche oder in die richtige Richtung, gegeneinander. Und also es ist ein totales Chaos, viel zu viele Autos, ihr habt so ein paar Autobahnen gesehen von unten, wo unter der Autobahn die Leute leben. Das hat schon wesentlich verbessert, aber Notrufsystem. Dann sagt er, das Notrufsystem ist Gebet, weil du kannst zwar die Nummer anrufen, aber es passiert nichts. Und wenn ein Unfall ist, dann sagt er, ist die einzige Möglichkeit, nimm den Schwerverletzten, stopf ihn in das nächste Taxi, das kommt, dass es ihn in ein Krankenhaus fährt. Es ist kaum möglich, dass eine Ambulanz kommt in so einer Riesenstadt, die 25 Millionen Einwohner hat. Und die Stadt hat auch ein sehr neuer Teil, der sieht so ähnlich aus wie Frankfurt, also richtig neu, protzig,
aber auch dort unten unter den Häusern sind die Hütten der Armen. Und da ist also die Schere ganz groß. Es gibt sehr reich und es gibt Arme. Und man muss eins wissen, die haben ja von der Religion das Kastensystem. Und alle, die arm sind, sind in einer niederen Kaste, die vom indischen Glauben her eigentlich von den Göttern verstoßen sind und nach denen man nicht schauen muss. Und das machen sie sehr gut, nicht schauen. Selbst die Regierung schaut nicht nach ihnen. Und so ist es wunderbar, dass wir dort ich möchte es wirklich demütig sagen, eine Riesenarbeit haben. Wir waren wieder von unserer eigenen Arbeit sowas von begeistert, als wir das gesehen haben, was alles daraus gemacht wurde. Wir möchten euch einen kleinen Abschnitt zeigen, so Stück für Stück. Ich habe gerade, ich glaube, das habe ich falsch einsortiert. Ja, ihr seht hier unter der Autobahn sozusagen, leben auch jeder freie Platz, der irgendwo ist, leben irgendwo die Leute. Wenn man diesen Menschen begegnet, sieht man richtig die Hoffnungslosigkeit in ihren Gesichtern und sie haben einen total leeren Blick. Da ist gar nichts, was lebt, einfach hoffnungslos. Man kann dort auch sehr gut unterscheiden, wer Christ ist oder nicht, weil die Christen, die leuchten, die anderen schauen richtig finster. Hier sind wir in unserem Krankenhaus. Ich sage, unser Krankenhaus, wir haben es nicht gebaut. Mein Vater war dort, wo es neu aufgemacht worden ist, vor 38 Jahren so ungefähr. Und das ist natürlich sehr runtergekommen gewesen. Und in den letzten Jahren haben wir das richtig renovieren können, dank eurer Hilfe. Und das ist ein Krankenhaus, die haben zwei Regale voll, nur Auszeichnungen, weil sie sind das Beste von Kalkutta. Und auch viele Sachen, wo sie sehr gut sind, wo sie internationale Preise gewonnen haben. Und als wir ankamen, ging es gleich los. Hier im Krankenhaus ist jeden Morgen Andacht mit den Ärzten, den Krankenschwestern. Und das war so für mich so eine Situation oder auch so das Singen der lieben Leute, wie so die Station von Lambarene. Ihr kennt ja bestimmt so die Spielfilme von einer Missionsstation. Das war eigentlich ein ganz, ganz besonderer Morgen. Und jetzt geht's los von Dingen, die wir dort gemacht haben. Ich habe weitaus nicht alles, weil ihr wollt ja irgendwann noch heim heute. Wir haben in der Intensivstation ihnen neue Bildschirme gespendet. Das sind 5 Stationen und dann auch noch in den Krankenzimmern, wo sie hinkommen, haben wir da diese Bildschirme gespendet. Dann sind wir durchs Krankenhaus, haben mit den Kranken dort gebetet und so ab und zu hat man, ich glaube, das war die Frau, die Missionarin ist in Kalkutta, glaube ich, war das die. Das war kurz vor ihrer Operation, sie ist also nach unserem Gebet rausgeschoben worden in den OP. Ja, und dort wird mit den Kranken gebetet. Egal, ob sie christlich sind oder anderen Glauben angehören, es wird gefragt, ob sie es dürfen und so gut wie niemand, auch die Hindus oder Muslime, lehnen die Gebet nicht ab. Das ist was ganz anderes wie hier, also die sind sehr offen dafür, weil sie dankbar sind, dass sie überhaupt behandelt werden. Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass mit jedem Patienten jeden Tag gebetet wird und ganz besonders natürlich mit denen, die operiert werden oder vor einer OP stehen. Es hat extra dafür 2 Kaplane, die Pastoren auch der Kirche dort sind und die den ganzen Tag dort durchs Krankenhaus gehen. Die sind schon halbe Ärzte, die haben uns erklärt, wie was ist, aber die leben ja schon Jahrzehnte mit der Sache. Wir haben, das ist das Team, links angefangen, Sanjay Prasad. Er war ein ehemaliges Patenkind, wurde dann Banker durch die Patenschaft und ist zurückgekommen ins Krankenhaus und seit 13 Jahren leitet er das Krankenhaus und es wird so richtig gut. Und das sind die 2, neben ihm seine Frau, die jetzt auch Vollzeit dort arbeitet und die machen einen richtig guten Job, der auch internationale Anerkennung findet und das will was heißen.
Und zwischendrin ist unsere Hulda Bunten, die nicht klein zu kriegen ist. Sie ist jetzt 93 Jahre alt und sie ist überall mit auf dem Dach und überall. Ja. Und ich muss euch sagen, jeder hat noch Respekt vor ihr. Das ist, also sie ist so ein Businessmann, Frau natürlich, Businessfrau, wo wirklich den ganzen Tag Dinge durchpaukt. Also das ist, und es war für sie eine Gebetserhörung, dass wir doch wieder nach Indien kommen, dass wir uns nochmal sehen. Und sie war bis auf einen Tag, jeden Tag mit dabei und uns, wir waren total K.O., sie natürlich auch, aber ja, sie hat ein paar Jahre mehr. Das ist der OP-Saal, wie wir ihn angetroffen haben vor circa 10 Jahren. Das ist ein OP-Saal gewesen. Man kann es nicht so darstellen, wie es wirklich dort war. Isolde hat gesagt, fass ja nichts an. Und da sind wir OP-Saal. Das ist sowas von verrostet und unhygienisch gewesen, katastrophal. Und dieses Mal waren wir in einem unserer 4 OP-Säle, die wir umgebaut und neu gebaut haben, das Equipment gespendet haben. Ja. Sieht anders aus. Und da ist eine Klimaanlage drin, die Bakterienfilter hat. Also ich kenne mich medizinisch nicht aus, wo halt die Keime rausfiltert. Ja. Extra, die brennen jetzt nicht. Ihr seht da so schwarze Punkte. LED-Lampen aus Deutschland für OPs. Das ist momentan das Neueste. Und auch die Technik dort sehr neu und sehr gut. Und das ganze Haus, wie gesagt, 43 Jahre alt. Es musste erstmal die bauliche Sache geschaffen werden. Und wir sehen hier von der anderen Seite, vom Patient aus, hinten die deutschen Ärzte. Rechts, das bin ich, dahinter die Isolde und links ist der Kameramann oder wer das? Mark. Der Mark, ja. Unser Steuerberater. Und ich war noch nie im OP-Saal, während operiert wird. Das war auch für uns ein Erlebnis. Wir mussten das ganze Zeug anziehen, damit wir da keine Keime reinbringen. Ja, ihr seht hier, das Alte habe ich jetzt nicht in der Eile gefunden. Sterilisationsmaschine, und da erklärst du. Ja, also das ist ein Sterilisator, wo die ganzen Operationsbestecke und was man so braucht, mehrfach braucht, sterilisiert wird. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der Alte ausgesehen hat. Es ist unbeschreiblich verrostet, und dass der überhaupt noch ging, das war ein Wunder. Aber wenn man nichts hat, dann muss man halt das nehmen, was da ist. Und also die haben letztes Mal selber gesagt, es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert wegen der Hygiene, weil sie einfach die Möglichkeit nicht hatten, das richtig zu machen. Und das ist jetzt das neue Gerät, wo wunderbar halt sterilisiert werden kann. Ja, und wie ihr seht, also ich habe nicht alle Bilder heute dabei, sonst können wir nicht mehr heim, aber haben wir mit den Kranken gebetet, und das ist eine Station, wo die Leute oder Kinder, also vom zweiten Lebensjahr an, kommen und Blut ausgetauscht bekommen. Du kannst besser erklären. Ja, sie bekommen Infusionen, sie haben Blutkrankheit, die dort sehr häufig ist, und die Kinder kommen 2-mal im Monat. Ja. Oder manchmal sogar 2-mal wöchentlich und bekommen da Infusionen, und zwar kostenlos. Sie werden dort behandelt, und sie kommen unter Umständen 1,5 Stunden oder einer sogar war mit seiner Mutter da 3 Stunden Weg hierher, um diese Infusionen zu bekommen. Und zwar, wie gesagt, kostenlos. Ja, und das ist eine Spezialität vom Krankenhaus, und das erklärst du auch am besten. Ja, das ist eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, heißt das richtig. Und diese Kinder werden mit diesen Anomalien geboren. Das ist sehr häufig dort, wie auch blinde Kinder ist sehr häufig. Und man vermutet, es kommt vom Wasser oder ist einfach durch die hygienischen Verhältnisse auch mit begründet. Und die Kinder werden dort im Krankenhaus operiert.
Und da sieht man ein Bild, wie es vorher ausgesehen hat. Und rechts davon der gleiche Junge, jetzt nach mehrmaliger Operation. Also ihr könnt sehen, man sieht gar nichts mehr. Und die Kinder sind total wiederhergestellt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich die Eltern sind. In Indien ist es nämlich so, dass wenn so ein Kind geboren wird, sagt man, die Familie steht unter einem Fluch und dann wird die Familie ausgestoßen. Und das können wir uns natürlich vorstellen oder vielleicht auch nicht dort, wie das für die Familien ist, wenn sie in der Armut auch noch ausgestoßen sind und die sind überglücklich, dass diese Operationen gemacht werden können und dass die Kinder wieder ein normales Leben haben. Ja, eines unserer großen Teile, ja. Eines unserer großen Teile ist der CD-Scanner und den wir vor 7 Jahren oder sowas, ich weiß nicht, 2009, ja, eingeweiht haben, der von der Firma Siemens kommt. Und den könnt ihr auch gleich sehen. Die haben hier eine Hawaii-Tapete dahinter, weil, müsst ihr euch vorstellen, kommt man Kalkutta von dem Dreck rein, Hawaii-Tapete, schon Kontrast. Und das ist im Keller der Raum. Also ja. Und ja. Ja, und das ist der CD-Scanner, wo wir auch in Weihnachten gesammelt haben. Da mussten die Filter ausgetauscht werden und so einiges für 20.000 Euro, glaube ich, $25.000 was. Und das funktioniert wieder. Wir haben es in Funktion gesehen. Und das, was jetzt kommt, ist ein Röntgengerät. Das war eines unserer ersten Spenden nach Indien, das immer noch läuft. Ein Röntgengerät, wo man die Bilder nicht mehr entwickeln muss, ist bei uns schon lang so. Früher waren es ja Kinder auch noch, musste ja jede Röntgenaufnahme entwickelt werden. Das sieht man dann gleich auf dem Bildschirm, was die Leute haben. Das war nach dem Jahr 2000, als wir dort waren, ja, haben wir das nach dem Jahr 2000, ja. Jetzt kommen wir in den Stockwerk, wo das Missionswerk ein ganzes Stockwerk von diesem Krankenhaus renoviert hat. Und ja, das ist der Charity-Ward. Und ja, es hängt, man kann von einer Plakette zur anderen schauen, dem Krankenhaus, und das tut richtig gut, dass man gesagt hat, Mann, mit der Hilfe unserer lieben Freunde konnten wir hier richtig was Gutes machen, das täglich rund um die Uhr funktioniert. Hier sind wir wieder bei einem von der Gemeinde, der auch Blutaustausch bekommt und der ist total gläubig, der hat unseren Kameraleute ein ganz tolles Interview gegeben, dass ihr Stück für Stück werdet ihr dann Sachen sehen. Und geht man aufs Dach vom Krankenhaus und schaut runter, sieht es so aus. Das ist wie bei dir, wenn du aus dem Balkon rausschaust, nur ein bisschen anders, denke ich. Das ist wirklich der Blick vom Krankenhausdach. So sieht Kalkutta im Zentrum aus. Und das ist also, an unserer Rückseite ist die Hauptstraße von Kalkutta. Das ist sozusagen die erste Nebenstraße. Gut, wir kommen Tag 3. Da sind wir lange gefahren. Oder auch es nicht. Es liegt außerhalb, zwei Stunden. Nee, das ist noch Kalkutta, ja. Ist noch Kalkutta. Ja. Die Hindi-Medium-Schule, ja. Das war die erste Schule, die wir unterstützt haben, die aber mittel in der Stadt war. Jetzt ist sie mittel in diesem Garbage-Dump, nennt man es also auf Deutsch Müllplatz. Und das war eine Gerberei, ein Riesengebäude. Das war letztes Mal gerade gekauft, war richtig schmutzig. Und da haben sie sehr, sehr viel getan und da wurden wir dieses Mal empfangen. Hier so ein Blick in die Menge. Und was ganz Tolles ist dort, als wir dort waren, sagt mir der Pastor Ivan, der für die Sache dort zuständig ist, also für die ganze Mission dort zuständig ist, Daniel, 98% dieser Kinder sind noch keine Christen. Singen christliche Lieder, falten die Hände, beten die Gebete mit oder beten sogar selber vor. Und er hat gesagt, ich garantiere dir, bis die von der Schule gehen, dass 98% Christen sind. Also gerade umgedreht. Ja.
Und an so einer Schule, wenn sie neu gebaut wird, ist auch das Wichtigste die Aula. Man darf in Indien keine Kirchen bauen und deshalb baut man die Schulen so, dass eine große Aula drin ist und die wird als Kirchenraum, als Gottesdienstraum dann benutzt. Ja, das war eine Riesenfreude, mit den Kindern zusammen zu sein, aber immer erschreckend. Das sind ja die praktisch dort leben, wo am Anfang der Film gesehen habt. Die haben ein Kleidungsstück zu Hause, die Schulkleidung, die sie geschenkt bekommen, und die ziehen sie morgens an, und wenn es nach Hause geht, ziehen sie wieder ihre Dreckklamotten an, dass die Kleidung sauber bleibt. Und wenn man diese anfasst, die Kinder am Rücken, da hat man Knochen mit Haut. Also die haben nicht irgendwo Gewichtsprobleme, absolut nicht. Ja, und dann natürlich, das Essen ist immer was Wunderbares, was Schönes, das immer zu sehen, wie die essen. Die meisten essen mit der Hand, also da wird es rumgerührt, das ist so eine Technik, und dann rein mit, und ja. Und wenn sie dann die Hände dir geben und möchten sie abklatschen, dann ja. Sie nehmen aber meistens die andere Hand. Ja. Da kannst du sagen, der Erfolg liegt sichtbar auf der Hand. Ja. Das sind, schaut mal diese Kinder an, das ist und 260 oder was hat allein die Schule. Und dann haben wir hier, erklär du das. Ja. Also diese Frau ist Lehrerin dort in dieser Schule und sie war eines unserer ersten Patenkinder Ende der 70er Jahre. Und es war eine Riesenfreude, sie zu treffen und wirklich die Früchte zu sehen von dem, was wir tun. Und es ist oft so, dass Patenkinder dann wieder zurückkommen und Lehrer sind dann an diesen Schulen. Oder, sehen wir nachher noch, sie bekommen Ausbildung als Pastoren oder sie haben Bibelschule auch mit dabei, mit vielen Pastoren dann. Und also, dass diese Patenkinder immer wieder sich selber auch investieren in ihre Nachkommen praktisch, in die nächste Generation. Und das war für uns wirklich riesig, diese Frau zu treffen, eines unserer ersten Patenkinder. Für euch oben der nächste Film hat Ton, also so wie im Eingangs, die kommt es her. Nee, das ist noch kein Film, aber kommt gleich. Ja, also, da haben wir Essen ausgegeben, die Kinder stehen da in der Reihe und die haben richtig Hunger. Und da durften wir da auch mit das Essen ausgeben. Ja, nochmal Essen. Und jetzt. Eine Kleine habe ich gefragt, wie heißt du? Die haben ja Namen, die kannst du nicht aussprechen. Und dann fragt sie mich zurück, what's your name? Ich sage Daniel. Oh, that's a nice name. Sagst du? Ja, es ist auch wirklich schön zu sehen, was die Kinder für eine Freude haben, überhaupt in die Schule gehen zu dürfen und vor allem auch, wenn sie Essen bekommen. Und das ist wirklich fantastisch zu sehen. Das ist die große Küche. Mach's nochmal drauf. Die große Küche, wo 10.000 Essen jeden Tag gekocht wird. Das ist nicht nur für die Schule, sondern da wird ganz Kalkutta fast versorgt, was sie dort an Essen brauchen. Auch an den Straßen gibt es Essenausgaben, wo Menschen, die Armen, die nichts haben, mit ihren Tüten kommen und da Essen auch bekommen von dieser Küche. Da hat es ein paar Stationen in Kalkutta, wo das dann ausgegeben wird. Und die Leute haben einen Ausweis von dieser Kirche und sie dürfen dann kommen. Da kriegen sie einen Stempel drauf, wenn sie ihr Essen bekommen haben. Und dann dürfen sie kommen und jeden Tag ihr Essen holen. Ja, wir müssen ein bisschen beschleunigen, weil die Zeit läuft so davon. Das sind so die Klassenzimmer dort.
da gibt es unzählige, weil es sehr viele Kinder. Und hier sehen wir in der gleichen Schule, das nennt sich Life Skills, da werden Menschen ausgebildet, bekommen so eine Kurzausbildung, dass sie im Hotel ein Gehilfe sein können und verschiedene, ihr seht gleich noch viel mehr. Und die besten Hotels von Kalkutta holen da auch ihre Leute. Also der, wo hier eine Ausbildung gemacht hat, der hat eine ganz sichere Stelle. Und sie lernen hier, wie man Karotten schneidet, wie man Fleisch anbrät und so weiter. Das ist also so eine Übküche. Ja, und vor allem in der Hygiene. Das ist das Vorrangige, dass sie wissen, wie man mit Hygiene umgeht. Und das ist die, sind die Friseusen und Beauty-Bereich, also da bekommen sie auch Ausbildung und die gehen nachher in die Häuser zum Teil, also die Menschen, die das bezahlen können und verdienen dann ihr Geld. Das sind so alles so Berufsausbildungen, die sie dort machen können. Das ist Computerbereich, der Computerbereich, wo sie dann auch in Rezeption im Hotel sein können. Die basteln Kinderspielzeug, so Tiere und verschiedene Sachen, die sie dann verkaufen können und das also ihr Geld damit verdienen können, um zu überleben. Ja, das ist auch nochmal so ein Bastelbild. Das ist nicht der arme Inder. Das ist so Richtung Altenpflege, wo sie nachher häusliche Pflege machen können, also wo sie in die Häuser gehen und den Menschen dann helfen oder auch im Krankenhaus dann wieder als Hilfspersonal. Das hier sind die Näherinnen, Schneiderinnen und da habe ich euch was mitgebracht, halt mal fest, und zwar, was die dort machen. Vielleicht kann das die Kamera mal einfangen. Das ist so ein Ornament. Also die machen solche Ornamente, auch neben den Kleidern. Ja, und es kommt dann hier auf das Kleidungsstück drauf, so am Kragen entlang. Das wird dann so reingefaltet und wird dann hier aufgenäht. Auf das Kleidungsstück. Wunderbare Sachen machen die dort. Ich habe noch eins dabei. Schaut mal, wie schön das ist. Und es kommt dann auf die Kleider drauf und wie ihr von Bildern auch schon wisst oder gesehen habt, die haben so schöne Saris auch, so bunte Kleider. Ja. Und es wird dann solche Sachen da drauf genäht. Aber das muss man alles vorher machen und das ist von Hand gestickt. Könnt ihr sehen, hier hinten, ganz sauber gemacht, ja, von Hand genäht, diese Perlen da und diese Steine. Wunderschöne Sachen. Okay, nächster Tag. Da sind wir lange gefahren, ungefähr 2 Stunden außerhalb Kalkutta. Und sind an dieser Dorfschule angekommen. Ich habe noch nie so schön gewachsene Palmen gesehen. Da haben wir auch Kokossaft trinken dürfen. Also die holen es vom Baum und geköpft und Rohr rein. Und das war schon ein Erlebnis. Und zunächst haben wir uns im Büro getroffen, Mittagessen. Das war, ja, war gesund. Banane, da kann kein Dreck reinkommen und Kekse und so. Und toll ist, denn der Mann, den es hier sieht, der Rechte, das ist jetzt der neue Finanzdirektor der ganzen Mission dort, der mit uns kommuniziert. Und stellt euch vor, er war ein Patenkind, hat es hochgeschafft, war vor kurzem noch der Vizepräsident der Deutschen Bank Indiens. Und ist jetzt in die Mission zurückgekommen und möchte den Kindern dienen. Das ist wirklich, ihr Lieben, jemand, der Karriere gemacht hat, da wegzugehen in so einen Job und kaum Geld zu verdienen, im Gegensatz zur Deutschen Bank,
bekommt er also nicht den Lohn natürlich. Und das ist aber für uns auch eine gute Sache, jemand, der es wirklich kann, die Finanzen. Der nebendran ist der Ivan, der Direktor ist für die Pastor und Direktor für die ganze Arbeit dort. Ihr seht hier, wir wurden immer mit Lieder empfangen. Sie haben geredet, wir haben geredet. Und das ist eine Schule auch mit, ich glaube, 150 Kindern. Und ganz ärmlich, also haben es schön dekoriert mit so einfachem Glitzerzeug, aber ganz einfache Schule. Und ihr seht hier, wie die Kinder auch wirklich bei der Sache sind. Und die reagieren ganz anders wie die Deutschen. Wenn der Amen sagt, heißt er Amen, also so schon mehr das Koreanische, und geben dann Response. Das ist ein Klassenzimmer, da schauen wir gerade so ihre Bücher an, und wir waren in jedem Klassenzimmer, und die Fenster haben keine Scheiben, aber das hat nichts zu tun, weil sie arm sind, sondern weil es im Sommer wird es in Kalkutta bis zu 50 Grad warm und bis zu 99% Luftfeuchtigkeit. Das ist also, Dampfbad ist da nichts dagegen, und drum brauchen die keine Fenster. Ja, hier haben wir auch wieder die Freude gehabt, Essen auszugeben. Das ist immer richtig, richtig schön, das zu tun, und wie dankbar die Kinder sind. Und das ist eine ganz besondere Geschichte. Ja. Erzähl sie noch, obwohl die Zeit schon recht fort ist. Dieses Mädchen heißt Nehanshu, und sie hat uns erzählt, wie sie lebt und wo sie herkommt. Und sie hat mit 3 Jahren ihre Mutter verloren. Und ihr Vater will nichts wissen von ihr, und sie wohnt bei ihrer Tante. Und diese Tante verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Tierhäute reinigen. Und sie hat uns erzählt, dass sie da mithelfen muss, wenn sie zu Hause ist, und dass es ihr oft übel wird von dieser Arbeit. Und sie muss da immer das Wasser schleppen und hat auch ihre Hände ganz grob und rissig. Und und sie hat uns erzählt, dass sie dort in der Schule, dass das die einzige Mahlzeit ist, die sie hat am Tag. Also sie bekommt selten bei ihrer Tante was zu essen, weil sie einfach nichts haben. Und sie hat uns dann erzählt, wie glücklich dass sie ist, auch auf diese Schule gehen zu können, um nachher ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Und die Kinder dort kommen auch von sehr weit her, 1,5 Stunden, manche mit dem Fahrrad, wenn sie eins haben, das gibt es dann auch, oder werden sie gebracht oder mit dem Bus oder was auch immer. Ja, Tag 5 von 8, die wir aktiv waren, der Rest war Reise. Ja, Tag 5, einer unserer Lieblingsplätze, die Blindenschule, die auch fast 100% Missionswerk gesponsert ist. Da wurden wir begrüßt, als wir aus dem Auto rauskamen. Und es sind total Blinde, manche mit Augen, manche ohne Augäpfel. Manche sehen etwas, konnten operiert werden, dass sie ein bisschen was sehen, ist also eine bunte Mischung. Aber wir haben gestern Bilder rausgesucht und wollten euch die krassesten nicht zumuten heute. Es gibt da Bilder, ich glaube, da würdet ihr Albträume bekommen heute Nacht rum, die haben wir weggelassen. Ja, es ist immer schön, die Kinder in den Arm zu nehmen, die bringen einem Blumen zur Begrüßung, und das ist wirklich sowas Zierliches, Mageres, Blindes, das berührt wirklich das Herz. Hier war die ganzen Kinder zusammen, haben vorgeführt, haben getanzt, die haben Boden zur Markierung, dann merken sie immer, wo sie sind. Auch wenn sie gehen, merken sie genau, wo sie sind, und können sich auf dem Gelände sehr gut und auch auf der Bühne sehr gut bewegen. Hier ein Beispielkind, wo das eine Auge kaputt ist. Und das andere, ich weiß nicht, sieht vielleicht auch nicht. Schaut mal, die blinden Kinder durch Fühlen machen sowas. Ist unglaublich, wie man sagt. Aber wenn
dann, wenn sie dann wieder runtergehen von der Formation, kommen die Lehrerinnen und helfen ihnen wieder, dass sie sicher auf dem Boden landen. Hier sehen wir links ist Jabestad. Er hat wirklich ein Herz für die blinden Kinder. Die Hulda, wir beide und unser großer Mike. Er war die Sensation von Indien. Die Kinder sind immer hochgesprungen und wollten ihn oben in der Hand klatschen. Dann hat er 2, 3 einen Arm hängen gehabt. Also jetzt nicht die Blinden, eine andere Schule. Er war wirklich die Sensation und war für mich auch für die Predigt ein gutes Beispiel. Ich habe vom Goliath gesprochen und wenn den Indern Mike vorführst, das ist schon, können Sie sich schon was vorstellen. Dann ein Teil der Lehrerin, einige sind blind, einige sehen was. Das ist wirklich tolle Leute. Ihr seht hier ein Bild in die Masse rein. Dieses Mädchen, was man vorne sieht, die kennen wir schon als ganz kleines Kind, als wir das erste Mal dort waren. Und es ist erstaunlich, wie sich diese Kinder auch entwickeln und was aus ihnen wird. Und schaut mal, die Schule hat das Missionswerk gebaut. Die haben wir dieses Mal eingeweiht. Der nächste Stock haben wir eingeweiht, ja. Vor 5 Jahren waren es die unteren 2 Stockwerke. Ja. Jetzt sind es die oberen 2. Ja. Und oben schauen noch Eise raus. Ich habe schon beim Aussteigen gesagt, da ist noch Vision dahinter. Und das soll oben eine Übernachtungsmöglichkeiten geben für Leute, die dort reisen, damit die Schule Geld bekommt. Also, dass sie zu Geld kommt, nicht nur von uns, weil wir so gut wie die Einzigen sind, die das Ganze unterstützen hier. Essen, Kleidung, ja, wir haben Betten schon gekauft. Und das ist die große Schule. Da, wo wir stehen zum Fotografieren, ist die alte, die wir auch gebaut haben. Das war die Einweihung mit der Tafel, die dort sie hingemacht haben. Und ja, das war richtig schön. Jetzt, Isolde, da hast du wieder was zu sagen. Ja, es ist erstaunlich. Schaut mal, diese schönen Muster und Taschen und Perlen, das machen die blinden Kinder. Und man fragt sich wirklich, wie können die das machen? Und ich bin da gestanden und dachte, wie halten sie die Farben auseinander oder die Muster? Und dann ist eine ganz einfache Technik, wo wir eigentlich gar nicht gleich drauf kommen. Die verschiedenen Farben sind in verschiedenen Gefäßen. Eine Farbe ist in einer Tüte, die andere Farbe in einem Becher und die dritte Farbe liegt auf dem Tisch. Ja, und so können sie die Farben unterscheiden und machen da die tollsten Muster und Sachen und Taschen. Also es ist erstaunlich, wirklich. Man ist völlig platt, was diese Kinder zu Wege bringen. Das ist Seifol. Ihr kennt bestimmt einen Werbespot und auch unsere Bilder, wo wir auch in der Karlsruher Zeitung mit diesem Kind mal kamen. Er wurde auf dem Müllplatz gefunden, kurz bevor der Müll verbrennt wurde, weil er nicht mehr laufen konnte. Er konnte gar nichts mehr machen, blind und wurde misshandelt. Er war Jahre in einem, Käfig eingesperrt, wo die Füße wie Entenfüße sich gespreizt werden, weil man mit Kindern, wo solche verformte Füße hat, mehr Geld sammeln kann. Und so wurde er gefunden, dass die Eltern nicht das Verbrennen zahlen mussten. Und er ist jetzt, 12 oder sowas? Wesentlich älter als das letzte Mal, ist natürlich. Aber er hat immer noch ein Trauma. Er hat immer noch ein Trauma, kann auch nicht reden, ein paar Buchstaben, aber kann wieder laufen. Und es geht ihm. Er geht sogar zur Schule, aber er spricht nichts. Ja. Gut, Tag 6. Tag 6 ich habe da glaube ich ein Bild verwechselt. Oh, ja. Nee, das ist das, was du. Das gehört noch zur Blindenschule, ja. Und zwar dieses Mädchen ist in einen kochenden Wassertopf gefallen und ist dadurch verbrannt worden und auch die Augen verbrannt.
Und ihre Mutter hatte sie auf dem Rücken in so einem Tuch, ja, wie wir das auch so kennen, und hat sich nach vorne gebeugt und das Kind hat das Übergewicht und ist über die Mutter weg in einen kochenden Wassertopf gefallen und hat sich total verbrannt und verbrüht. Ja, wir, also da gibt es Schicksale. Hier ist im Freien, was man kaum sich vorstellen kann, die Kinder machen Wettrennen. Das läuft alles sehr unterakustisch, also wie die Trommel tut, und die tun sich sehr mit den Ohren orientieren. Und ihr seht hier, da geht es zusammen mit dem Blindenstock, suchen sie sich durch, und krass ist, die spielen Cricket. Als wir auf dem, also Cricket ist ja was, wo, also nichts für mich ist, das ist ja ein Spiel, das kann man tagelang spielen und man begreift es nicht, wie es geht. Also, wir haben schon in Südafrika, ist das sehr, sehr berühmt, und in England. Und wir haben gefragt, wie kann ein blindes Kind den Ball treffen? Ja. Die haben einen Ball, der Geräusche macht. Und das Kind hört, wo das Geräusch ist, und die treffen den Ball, ja, obwohl sie es nicht sehen. Ja. Und so spielen die Cricket. Das ist unglaublich. Ist unglaublich. Ja, ja, hier ja, sehen wir auch, wie der gerade ausholt. Hier sehen wir die ganzen Lehrer mit unserem Team zusammen. Das ist irgendwie falsch. Da sind ein paar Bilder jetzt durcheinander gekommen. Ja, okay, ich weiß wieso. Okay, also Blindenschule abgeschlossen, Sonntag. Wir haben Gottesdienst. Wir wurden eingeladen. Wir hatten auf der Dorfschule ein Lied gesungen mit einem Harmonium. Das liegt auf dem Tisch und da pumpst du so die Luft. Und dann haben sie gesagt, wir sollen Sonntag singen. Dann haben wir eines von meiner CD gesungen. Und ihr Lieben, also das war wie Festival. Also ihr seid ja gut, aber das war wie Festival. Die Leute sind aufgestanden und Rhythmus geklatscht. Also muss ich sagen, wow. Also, und dann haben sie gemeint, wir sollen doch noch viel mehr singen, aber das war dann aber auch keine Zeit mehr. Ich war Redner im anderen Haus im Gottesdienst. Die Gemeinde hat 5000 Gemeindemitglieder vor Ort in der Kalkutta-Gemeinde. Die gibt Gottesdienste in 8 verschiedenen Sprachen. Das ist jetzt Nepalesisch. Irgendwas mit Nepal. Ja. Und da waren wir, und die Gemeinde, also das Werk dort drüben, hat 1300 Außengemeinden. Also ist eine riesen Organisation, und da wird immer wieder, sie haben eine Bibelschule und die Bibelschüler haben während der Ausbildung die Zeit, sich einen Ort rauszusuchen, wo noch keine Gemeinde ist, und bauen dort eine Gemeinde auf, indem sie Schule aufbauen und die Schule, die Aula, dann die Gemeinde ist. Ja. Ihr Lieben, in dieser Sprache versteht man gar nichts, das gleicht ein bisschen Koreanischen, auch die Lieder waren ganz anders, auch Richtung Koreanisch, aber da war eine Salbung da, das war echt Hammer. Unser Mike, der vom Steuerberater, der Sohn, hat gesagt, er hat schon viel erlebt, aber so hat ihn noch nie ein Gottesdienst berührt. Er war relativ einfach, der Gottesdienst, aber es war Salbung da. Und das war wirklich, hat wirklich Freude gemacht. Isolde hat sich ein bisschen erkältet, weil sie direkt eine Klimaanlage saß, aber das hat richtig Freude gemacht. Wir durften auch. Ja, was auch noch erstaunlich war, das Opfer zu sehen, ihr Opfer, und zwar bringen sie da Naturalien in Tüten, weil sie kein Geld haben und sonst nichts haben. Also manche waren durchsichtig, hat man gesehen, das war so ein Säckchen Reis, oder in der einen Tüte waren 2 Flaschen drin und die anderen konnte man nicht sehen, was da drin ist, aber sie bringen da ihr Opfer, ihre Naturalien und legen es vorne hin vor das Rednerpult. Das war, ja, hat mich sehr berührt. Wir durften dort mit den Leuten noch, was heißt durften, die Leute wollten, dass wir für sie beten. Auch ein Kind, das gerade über der Straße oder über dem Hof ist, das Krankenhaus, das gerade im Krankenhaus liegt. Das hier ist die Kirche und das ist wirklich ein Segen. Die hat die gleiche Fassade wie wir, zufälligerweise.
Und die Fassade haben sie bekommen und das ist eigentlich für Kalkutta die Fassade, weil die wird zwar dreckig, aber geht nicht kaputt. Wenn am Gegensatz sieht, die anderen Häuser, links ist das Krankenhaus hinterm Baum und rechts, das große Haus, ist das Bürohaus von der Organisation, also von Kalkutta. Das Bürohaus und in den verschiedenen Stockwerken findet der mehrsprachige, also Gottesdienst, da sind Säle drin. Und ganz oben drauf ist das Büro. Und dahinter ist noch eine Schule, eine große mit 3000 Schülern. Sehen wir, glaube ich, nachher noch, ja. Das ist wieder auf die andere Seite der Straße. Sieht so aus, weil nur weil das Missionsgelände schön aussieht, vergisst man eigentlich, wo steht das Ganze. Ja? Das ist Downtown, Mittelstadt Kalkutta. Wir sind nach Puri geflogen, nach Bhubaneswar, das ist der Staat Orissa. Die haben wieder eine eigene Sprache, die sich Oriya nennt. Und da ist diese Schule. Die Schule haben wir nicht gebaut, aber so gut wie alle Kinder unterstützen wir von dieser Schule. Als wir waren dabei, die Grundsteinlegung, durften dort auch beten, wo die Fundamente waren von der Schule. Da waren im Gebiet noch gar nichts, jetzt liegt es mittendrin in einem Wohngebiet und die Kinder kommen dann, vis-à-vis ist ein Slum, soweit das Auge reicht. Wisst ihr, es ist krass, dass hier in den Flughäfen, Kalkutta hat einen neuen Flughafen, auch Bhubaneswar hat einen neuen bekommen, da machen sie Werbung, wir sind Weltstadt, wir sind Wirtschaftsstadt und es gibt auch alles, was hier teuer und Rang und Namen hat, aber das nützt den Leuten gar nichts. Und da ist wirklich schön, dass wir da unseren Teil tun dürfen. Das ist so in der Aula, wo gebetet wird. Hier seht ihr auch, ja. Essen ist das, das Essen aus. Ah ja, das ist das Essen, ja, ich habe gerade überlegt. Da wird das Essen, also wir stehen innen in der Küche. Wir stehen draußen, aber das Foto ist von innen gemacht. Da wird Essen ausgegeben. Das sieht dann außen so aus. Ein Riesensaal. Und ja, und ihr seht, die Schule ist jetzt ungefähr, denke ich, 7 bis 10 Jahre alt. Und schaut, wie die Decke aussieht. Das macht die hohe Luftfeuchtigkeit aus den Häusern. Das macht, man geht einfach von alleine kaputt. 8 Tage. Letzte Tag. Und jetzt seht ihr mal einen Rundschwenk von dort. Wer Facebook geschaut hat, hat schon mal was gesehen. Da können wir auch ein bisschen Ton aufmachen. Das ist das Fischerdorf in Puri. Ärmer geht's nicht mehr. Und das ist sowas von krass. Die Steinhäuser, die ihr da gesehen habt, die haben wir gespendet, und zwar war da ein Hurrikan, ein Zyklon, der das ganze Fischerdorf niedergemacht hat, und da bekamen wir von dort einen Anruf, das war vor 3 Jahren etwa, ob wir nicht Geld schicken könnten, um wenigstens ein paar Häuschen zu bauen, weil alles weg war von diesem Zyklon. Und da haben wir eine Blitzaktion gestartet und haben dort Geld gespendet. Ja, haben 10 solche Häuschen gebaut. Solche Häuschen, dann konnten sie bauen mit dem Geld, und wo wir da geschickt haben. Das sind Christen und die anderen, also das sind, ich weiß nicht, tausende Leute. Und wenn die aufs Meer rausgehen, hat man uns gesagt, so viele, wir haben auch mit Kindern gesprochen, wo der Vater rausgefahren ist und ist untergegangen. Und ihr seht hier, das ist eine Winde, wo sie die Boote reinziehen. Und wenn ein Schiff in Seenot kommt, kümmert sich der daneben im Boot sitzt, überhaupt nicht. Das heißt, das ist einer weniger, der dann Essen braucht. Also das ist sehr, sehr, ja. Und auf dem ganzen Gelände, für euch als Bild, ihr riecht jetzt nichts und hört auch nicht die Geräusche, aber du ist alles voller Fäkalien. Der ganze Boden ist voller Fäkalien. Da gibt es keine Kanalisation und das ganze Zeug läuft halt Richtung Meer in einem schmalen Rinnsal. Ja.
Hier, hier läuft es praktisch von dem Fischerdorf raus ins Meer rein. Und das ist. Und dieses Fischerdorf hat 1000 schulpflichtige Kinder und 300 können zur Schule gehen, werden wir gleich sehen. Also, Impressionen von dort. Das sind die Häuser, die wir gespendet haben. Auf der anderen Seite sind nur Hütten, also keine Steinhäuser. Das sind die Kinder, gerade die Kinder von dort. Schaut, wie das aussieht, wenn sie alle gekleidet sind in Schuluniform. Und ich musste mir die Ohren zuhalten, wenn die singen. Das ist also Rockkonzert, Lautstärke, das tut in den Ohren weh. So laut können die singen. Und dort gibt es nirgends Tische oder Stühle, die sitzen alle auf dem Boden und gehen alle barfuß. Ja, das ist einer von den vielen. Und hier, das sind nicht alle, aber das ist die ganze Menge. Und wir sehen hier, ja, das ist ein Kind, das auch, sie will Lehrerin werden. Und ist in der Schule dort, vis-à-vis vom von Fischer. Will noch weiter auf die Schule gehen und dann Lehrerin werden. Und er will Polizist werden. Ja. Dann haben wir ihn gefragt, warum willst du Polizist werden? Ja, dass die Kriminalität nachlässt. Und ja, aber die haben so einen Ehrgeiz und ich bin sicher, die schaffen das. Wir haben so viele Leute gesehen, die früher wirklich von da rauskommen. Und schaut, das ist so, dass wir oben die Cafeteria haben, nur ohne Stühle und ohne Tische, die sitzen auf dem Boden. Und da wird in zwei Etappen gegessen, weil der Platz nicht ausreicht. Also wenn die einen fertig sind, dann kommt der zweite Schwung. Und das ist die einzige Mahlzeit, die sie haben am Tag. Ja, das sieht man sie im Klassenzimmer. Mhm. Ich habe hier jetzt nochmal Bilder von dem Fischerdorf. Okay, schade, das haben wir schon. Jetzt nochmal einen Schwenk und dann sind wir auch gleich fertig. Jetzt können wir wieder Ton aufmachen. Also uns wurde gesagt, dass sich um diese Leute niemand kümmert, auch nicht irgendwie. Ich lasse jetzt noch ein bisschen, dass er ein bisschen sieht, das ist Verkehr. Nicht der ganz chaotischste, aber ihr seht hier schon die neuen Busse, die sie da haben. Das war noch ein schöner, da gibt es noch ganz andere Teile. Also das war wirklich wirklich eine richtig harte Sache, wo wir da gesehen haben, aber ganz toll, was dank eurer Hilfe, die viele Hilfe von unseren Missionsfreunden, dass wir da so viel bewegen können. Mhm. Tausende von Kindern Essen geben können und natürlich ist die Möglichkeit nach oben offen, das ist ganz klar, aber was kaum einer weiß, dass eigentlich ungefähr ein Drittel unserer Einnahmen nach Indien gehen. Also das ist unsere Haupttätigkeit. Es hebt sich fast ungefähr auf mit der ganzen Fernseharbeit, also ungefähr von der gleichen Größenordnung. Und das ist nicht nur irgendwo ein paar nette Reistüten, sondern richtig viel. Und da auch euch ein richtiges, liebes, herzliches Dankeschön. Dankeschön für. Ja. Ein richtiges Dankeschön an euch für das, was ihr da mit helft und geholfen habt. Ihr Lieben, ihr könnt oben wieder auf Normal schalten. Wir könnten euch, wie gesagt, noch sehr viel sagen und sehr viel, ihr werdet immer wieder ein Stück hören.
Wir sind euch dankbar für Spenden dafür. Nur bitte eins bedenkt, dass ihr es nicht anstelle Missionswerk, anstelle uns gibt, sagen, ah ja, das ist gut aufgehoben, jetzt gebe ich meinen Zehnten oder das der Indienarbeit, dann könnten wir hier nicht mehr existieren. Also wenn ihr da ein Herz habt für diese Menschen, es ist wirklich gut investiert. Und ich kann euch auch sagen, anhand, ihr habt es gesehen, die finanzielle Geschichte ist in sehr professioneller Hand. Das heißt, die Gelder kommen wirklich an und ihr bekommt eine Spendenbescheinigung dafür, dass ihr die haben möchte. Ich möchte überleiten eigentlich zum Abendmahl und aber überleiten von dem, was wir jetzt auch gerade hier gesehen haben. Ihr Lieben, mir ist da Lukas 4, Vers 18 so im Herzen, dass eigentlich unsere Arbeit hier vom Missionswerk auch widerspiegelt. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arme, gute Botschaft zu verkünden. Also das habt ihr jetzt gesehen. Und das ist das Schöne, dass die Kinder das Prinzip nicht missionieren, einfach hingehen und sagen, jetzt, du brauchst Jesus, dann geht es dir besser. Nein, sondern die Sache ist, erst einmal den Kindern helfen, Essen zu geben, Schule zu bauen. Und während der Schule, das Schulmaterial, ob du jetzt Händchen klein singst oder der Herr ist mein Hirte, da werden die christlichen Inhalte genommen. Und so kommen dann die Eltern wieder in die Schule bei einem Fest und die Kinder singen die Lieder. Die Eltern freuen sich, dass die Kinder so happy sind, singen diese Lieder mit und werden dann auch zu Christen. Und das ist natürlich die beste Investition. Aber hier gesagt, Arme die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen die Freiheit auszurufen. Ich könnte euch jetzt was über die Gefängnisarbeit sagen, die dort gemacht wird, ist aber die Zeit zu kurz. Und Blinden, dass sie wieder sehen werden. Ja, so viele Blinde, die wir dort haben und unterstützen, wo wir auch schon vermittelt haben, dass, wenn es möglich ist, Operation, dass sie auch wieder richtig sehen werden, aber auch geistig Blinde, die in den Kastensystemen leben, die sind ja richtig geistig blind. Ja, Zerschlagenen in Freiheit hinauszusenden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit werden sollen. So steht es in Jesaja und Jesus las das vor in der Synagoge. Und ihr Lieben, das ist auch unsere Aufgabe. Ich glaube, sollte eigentlich jedem Menschen seine Aufgabe sein, aber hier vom Missionswerk. Und wir wollen diese Aufgabe weiterhin richtig gut machen und wollten euch heute mal ein bisschen dran teilhaben lassen an dieser Sache, wo wir erlebt haben.